Und deswegen wollen wir euch heute auch ein bisschen was über das Thema Design Sprints erzählen. Man kann sich ein bisschen streiten, wie es genau heißt. Also früher hieß es mal Google Design Sprints, dann ist das Google verschwunden. Das Buch heißt jetzt nur noch Sprints. Ja, wir haben jetzt auch eine Abstimmung gestartet und sind noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Gucken wir mal, wie es sich so weiterentwickelt. Gut, fangen wir an, um was es denn da geht. Dass man, wenn man irgendwelche neue Produkte entwickeln will, sich in irgendeiner Form um dieses komische Wesen Kunden kümmern soll, das ist bei der einen oder anderen Organisation, Firma, Company schon angekommen. Nicht überall, ich bin gerade beim großen deutschen Autobauer in einem Projekt und da hat man manchmal das Gefühl, dass es da draußen keine Welt gibt, die wissen sowieso alles schon. Wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass wir das irgendwie wichtig finden, dass wir, wenn wir was Neues machen, ein neues Produkt entwickeln, dass es auch irgendjemand am Ende haben möchte. Also so weit, so gut. Das Blöde ist nur, wenn ich die Leute irgendwie so ein bisschen frage, was sie denn haben wollen, dann kommen die Leute ganz zurück mit, ja, ich hätte gerne sowas wie Facebook. So, ich brauche mal eine Webseite, sowas wie Facebook oder eben die berühmten schnellere Pferde oder machen wir doch mal so ein Xing da. Wir sind zu zweit gerade ein Startup gegründet, macht mal ein Xing für mich. Und die Leute wissen gar nicht, was sie eigentlich haben wollen. Und das alte Problem ist ja, sag mir, was ich tun soll. Nö, können wir nicht, aber fang doch schon mal an. Also wie kommen wir denn da weiter? Vielleicht der ein oder andere hat schon mal den Begriff Design Thinking gehört. Das geht seit ein paar Jahren eigentlich schon, in letzter Zeit aber verstärkt, hört man es bei ganz vielen großen Unternehmen auch. Eine Methode entwickelt von IDEO, wird dann auch an der Stanford Universität gelehrt, oder auch in Potsdam bei SAP, Hasso-Plattner Institut. Die haben sich mal Gedanken gemacht, wie kommen wir denn eigentlich an diese Informationen dran, was unser Kunde wirklich möchte. Wir finden das Thema auch schon sehr spannend, haben das auch relativ häufig schon in irgendwelchen Workshops mal so vorgestellt. Da macht man dann so eine nette kleine Übung wie eine neue Geldbörse designen und stellt dann blöderweise fest, dass sobald die Leute begeistert aus diesem Workshop rausgehen, am nächsten Tag in ihrer Firma aufschlagen, das irgendwie nicht umgesetzt kriegen. Also wir haben selten gesehen, dass wir in Firmen auch wirklich Design Thinking Prozesse, also wie komme ich denn eigentlich, was der Kunde wirklich will, gut umgesetzt bekommt. Gründe dafür zum Beispiel ist einer von vielen die Organisationsstruktur. Ja, so schön, die Entwickler sitzen im Keller, abgeschottet von der Rest der Welt, dass man auch gar nicht mit ihnen reden muss. Irgendwelche Projektleiter, Product Owner, wie immer sie auch gerade in eurer Organisation heißen, natürlich in Meetings verschanzt, hinter Geldbeuteln. Und manchmal gibt es sogar sowas wie UXler, also Leute, die sich eigentlich mit so Themen wie Kunden beschäftigen. Da hat man aber dann auch nur das Gefühl, vielleicht leben die auch irgendwie auf der anderen Seite vom Mond. Und die findet man dann nicht. Ich hatte mal ein spannendes Projekt, da haben die für sich erstmal so vor sich hingewerkelt, haben ein super tolles Gerät erfunden, also ja, so praktisch entwickelt, konzeptioniert, bis dann einer der Techniker kam, das vorgestellt bekommen hat und meinte so, Leute, für diese Technologie kommt in 10 Jahren nochmal wieder vorbei. Fort waren die 2 Millionen Projektentwicklungskosten. Also müssen wir es irgendwie hinkriegen, diese Kollegen zusammenzustecken. Und genau das ist die Idee von Design Sprints. Wie löse ich denn innerhalb von relativ kurzer Zeit gemeinsam eben solche Probleme, was meine Kunden wirklich wollen? Wie teste ich Hypothesen ab? Wie finde ich raus, was ist es denn, was sie tatsächlich wollen? Wir stecken also alle diese Kollegen 5 Tage lang in einen mehr oder weniger großen Raum, besser groß. Wir kommen gerade direkt aus so einem Raum, also wir sind gerade mitten in einem Design Sprint. Bei DM sind wir da gerade unterwegs, haben heute den 2. Tag hinter uns. Und wir folgen nun praktisch diese 5 Tage ein Konzept, eine Struktur, wo wir sehen können, ja, wie kommen wir denn jetzt praktisch wirklich an unseren Kunden und an so eine neue Produktidee. Und das, die 5 Tage macht der Steffen. Genau, ich werde euch die 5 Tage jetzt mal ein bisschen genauer vorstellen. Ihr seid bestimmt schon ganz gespannt, was da einzeln dahinter steckt. Und nochmal, um das ein bisschen gröber zu fassen, man möchte einfach innerhalb von einer ganz kurzen Zeit die Idee möglichst validieren. Und wie macht man das? Man setzt sich erstmal ein Ziel und macht es durch einen Prototypen, den man dann zu Kunden gibt und dort testet. Normalerweise würden die meisten Leute sagen, okay, wie willst du nur innerhalb von einer Woche irgendwie einen Prototypen machen, das mit Kunden testen und so weiter und so fort. Und diese 5 Tage möchte ich euch mal vorstellen, dass es auf jeden Fall möglich ist. Am ersten Tag geht es erstmal darum, nicht direkt loszulaufen und zu sagen, oh Gott, wir müssen so schnell wie möglich einen Prototypen machen, um den beim Kunden zu testen, sondern erstmal einen Schritt zurück. Was ist denn überhaupt das Ziel? Was ist denn überhaupt unser Langzeitziel? Was verfolgen wir denn überhaupt mit einem Produkt?
zum Beispiel, vielleicht möchten wir mehr in eine digitale Schiene reingehen, im Mobile-Bereich, um eine bessere Kundenbindung herzustellen und so weiter und so fort, könnte ein Ziel von der Firma sein oder von dem Produkt. Und darunter brechend, man kann sich das vorstellen wie so eine Landkarte, man hat jetzt endlich ein Ziel gesteckt, wir wissen, wir stehen hier, welche Fragen könnten denn auf diesem Weg kommen? Zum Beispiel, können wir wirklich eine bessere Kundenbindung herstellen durch ein mobiles Produkt, durch eine App? Diese werden dann aufgestellt, um die möglichen Sprintfragen auf diesem Ziel dahin zu haben. Bloß wir wissen, wir können nicht alle Fragen der Welt innerhalb von einer Woche beantworten und vor allen Dingen auch nicht mit einem Prototypen. Also ist es sehr wichtig, sich zu fokussieren. Am Ende des ersten Tages ist das Ziel, ein allgemeines Zielverständnis zu haben, die Sprintfragen definiert zu haben und fokussiert auf 2-3 Sprintfragen einen Fokus zu setzen. Und das vor allem das Wichtige ist, das hat man innerhalb des gesamten Teams dann und nicht nur eine einzige Person. Denn wir wissen, jeder von uns denkt immer, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst und ja, pipapo, aber man muss einfach mal das definieren. Wenn jetzt der erste Tag eher unter dem Motto Problem stand, ist der zweite Tag eher unter dem Motto, okay, wie können wir denn Lösungen für diese Probleme erschaffen oder generieren? Und anstatt das Rad neu zu erfinden, ist es ja oft viel besser, sich bestehende Lösungen für Probleme anzugucken. Also als erstes guckt man sich am Morgen des zweiten Tages an, okay, welche Lösungen existieren denn zum Beispiel schon? Welche Mobile-Apps können jetzt schon unser Problem lösen? Und vielleicht können wir davon Ideen nehmen und die bei uns einbauen. Also es geht einfach darum, sich erstmal inspirieren zu lassen am Vormittag und dann selbst so viele Ideen wie möglich zu generieren. Aber wir generieren nicht nur irgendwelche Ideen, sondern diese werden auch gesketcht, also aufgezeichnet. Warum sollen die überhaupt gesketcht werden? Was passiert bei diesem Prozess? Wenn ich jetzt eine Idee formuliere, dann ist sie immer abstrakt. Aber wenn du zu mir sagst, komm, zeichne sie mir doch mal auf, damit ich sie auch verstehe und so. Und sie soll nur für sich stehen. Also man macht ein Plakat, jeder für sich, von seinen Inspirationen, die er gemacht hat, um das Problem zu lösen, was am Vortag definiert wurde. Und zeichnet es auf, sodass es jeder verstehen kann. Und so wird eine abstrakte Idee zu einem konkreten. Das ist so ähnlich, als wenn man zum ersten Mal dann ein Paper-Prototype macht, um diese Lösung vorzustellen. So. Und dann haben wir ganz viele Ideen oder mögliche Lösungen für das Problem. Aber wie entscheiden wir jetzt, welche wir am besten nehmen? Denn wir können, meistens sind es so pro Person, wie gesagt, eine Lösung. Wir haben dann so 5 bis 8 Lösungen dann an der Wand hängen, die für sich sprechen sollen. Und darum geht es im Tag 3. Was ist denn jetzt die potenziell beste Lösung für den Prototypen, den wir bauen wollen, um am Freitag eine User Validation durchzuführen? Und wir kennen das selber, diese Entscheidungen können sehr schwierig sein. Und wie wir das im Design Sprint machen, wir haben ein Dot-Voting, also wir nutzen so einen Böppel, so einen Aufkleber. Jeder klebt dann selber an, welche Idee er am besten findet. Und oft ist das Problem, oder das Gute ist, man hat erstmal so einen groben Überblick, okay, die Idee ist so anscheinend am vielversprechendsten für die meisten nur die Idee. Und meist stehen dann so 3 im Raum. Aber wir können ja auch nicht 3 prototypen. Also muss es einen geben, einen Entscheider, einen Decider, der hat so noch größere Böppel, noch größere Aufkleber, die er dann raufklebt und dann wird entschieden, was gemacht wird. Er kann sich auch komplett gegen die Teammeinung entscheiden, ein komplett anderes Ding nehmen. Das ist gut für die Stimmung. Oder? Aber wenn es wichtig ist für die Firma, wenn er den Firmenfokus vertritt, ist es halt das. Ne? Und dann haben wir einen Lösungsvorschlag für diese Idee, um die Sprintfragen zu beantworten. Und dann wird ein Storyboard gemacht. Ich habe vorhin versucht, auch ein Storyboard mit einem Blueprint zu erklären, also eine Blaupause. Ein Storyboard ist einfach nur, wir haben den kompletten Prototyp runtergebrochen in einzelne Szenen, die aufgemalt sind, sodass wir nur noch am Tag 4, dem Prototyp-Tag, dieses Storyboard quasi füllen müssen. Ja? Wir müssen bloß noch, jetzt haben wir konkret, okay, das möchten wir machen. Das möchten wir einfach nur beim Prototypen übersetzen. Es gibt kein Guesswork mehr. Wir müssen nicht mehr abschätzen, okay, vielleicht müssen wir vielleicht da was umbauen, da was umbauen. Nein, hier ist der Plan, mach einfach runter. Und da muss es meistens sein, um innerhalb von einem Tag einen Prototypen zu entwickeln, fake it. Du musst nicht, um ganz eine Produktdatenbank an einem Kunden auszutesten, ob die gut bedienbar ist, musst du keine wirkliche Datenbank hinterlegen. Vielleicht reicht auch für den Test nur aus, einen Screenshot oder ein Photoshop-Image zu haben von dieser Datenbank, der als Click-Dummy dient, zum Beispiel in den Vision oder
auch hier PowerPoint-Präsentationen. So macht, kann man ganz, ganz viel abfangen und man glaubt gar nicht, wie oft es sehr gut funktioniert. Außerdem wird am vierten Tag noch der Testplan erstellt. Der Testplan, wie die Leute am nächsten Tag interviewt werden. Und dann kommen wir auch zu dem ganz, ganz spannenden Tag, nämlich den fünften Tag, den Testtag. Da hat man dann endlich die Chance, den Prototypen, an dem man vier Tage lang endlich gearbeitet hat, endlich dem User zu übergeben und zu gucken, ob die Annahmen, die man gemacht haben, auch wirklich zutreffen. Und wenn sie nicht zutreffen, kann man auch weitere Entscheidungen fällen. Und wie viele User sollte man nun interviewen, um eine statistische Signifikanz zu erreichen? Es hat sich herausgestellt, dass um zu sehen, ob es bestimmte Probleme gibt oder nicht, schon 5 bis 8 User ausreichen, um 80% der Probleme, die existieren, darzulegen. Das kennt man selber, bei den ersten zwei Usern denkt man sich so, wow, krass, hätte ich niemals gedacht und das haben niemals angenommen als Developer. Aber dann nach dem 5., 6., 7., 8. Mal denkt man sich irgendwann, ey komm, ganz ehrlich, weiß ich jetzt selber, muss ich abändern, ja, ich mache da eine andere Farbe auf den Button drauf, ist mir jetzt egal. Nach den User-Tests folgen Interviews, um nochmal nachzufragen, okay, was hast du denn, habt ihr eine Frage? Entschuldigung? Habt ihr eine Frage? Okay, danke. Und bei den Interviews kann man nochmal genau nachfragen, okay, du hast da und da das und das gedrückt, warum hast du das da so gemacht oder da bist du durcheinander gekommen, wie war das denn für dich? Um die Ergebnisse am Ende zu sichern. Man fest am Ende nochmal die ganze Woche zusammen, was war unser Langzeitziel, was waren unsere Sprintfragen, was war unser Prototyp und wie sind die User-Tests verlaufen, konnten wir diese Sprintfrage denn damit beantworten? Oder zumindest validieren, also zum Beispiel, bringt diese mobile App wirklich eine bessere Bindung zu unserem Endkunden, zu unserem Nutzer oder nicht? Und oft entstehen aus der Beantwortung von Fragen meistens neue Fragen. Und da kann man sich entscheiden, um diese neuen Fragen zu klären, kann man einen neuen Design Sprint machen. Oder man kann dann schon einen Prototypen, also eine komplette Nullserie entwickeln oder ein finales Produkt entwickeln, wenn man weiß, okay, diese und diese Hypothese trifft zu. Und wir hatten ja schon gesagt, dass wir gerade auch in einem Design Sprint sind und schon ein bisschen Erfahrungsschatz da aufgebaut haben. Und davon wird euch Heiko noch ein bisschen was erzählen. Genau, wir haben den Namen Sprint auch nochmal ganz neu kennengelernt, warum es überhaupt so heißt. Bei unserem Kunden letzten Sommer haben wir diesen Tag 5 die Tests, das war bei DM und wir mussten dann in verschiedene DM-Filialen und sind praktisch einen Tag lang bei 35 Grad von der DM-Filiale 1 zu DM-Filiale 2, 3. Wir haben, glaube ich, 4 DM-Filialen mit teilweise Abstand von einer halben Stunde. Daher kommt der Name Sprint. Wir sind tatsächlich nur noch gerannt. Ergebnisse. Also das so die Zusammenfassung ist eine unglaubliche Begeisterung. Bei uns natürlich, aber viel wichtiger auch bei den Kunden, bei den Anwendern. Wir haben jetzt relativ viel von DM erzählt. Da ist es so, dass wir da ein Team stellen, also mit UXlern und Entwicklern und mir als Moderator und teilweise machen wir auch nur Moderation. Und von DM kommen Leute hinzu, manche davon sind dauerhaft dabei, manche kommen manchmal und gehen wieder, wie sie gerade Zeit haben. Und es ist immer faszinierend, wenn dann so diese von diesen Teilzeit-Teilnehmern, wenn die dann so mittwochs oder donnerstags in diesen Raum reinlaufen und die ganzen Wände voll sind mit irgendwelchen Arbeitsergebnissen und die fallen rückwärts raus und sagen, oh mein Gott, das habt ihr in den letzten 4 Tagen gemacht, das habt ihr alles schon praktisch erarbeitet und rausgefunden und wenn man dann nochmal beim Testen ist und mitbekommt, was in den Tests noch alles passiert, dann fallen sie dreimal rückwärts um. Das ist, ich habe ja am Anfang diese Organisationsstrukturbildchen gehabt. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt, so kompakt, so fokussiert innerhalb von 5 Tagen Ergebnisse zu erzielen. Wenn ich die praktisch zwischen den verschiedenen Abteilungen, die da praktisch beteiligt sind, also ein Design Sprint, wenn ich das mit der klassischen Variante machen würde, das würde durch die Organisation bouncen, da wären einzelne Fragestellungen über Monate unterwegs, bis sie tatsächlich mal beantwortet werden. Und wir hatten heute auch immer wieder die Frage, weil wir zurzeit so ein bisschen einen detaillierteren Sprint haben, von den teilweise DDR-Mitarbeitern, was machen wir denn? Ich bin gar nicht wirksam. Dann haben wir gesagt, hey, nee, ihr seid super wirksam. Wenn wir eine Frage haben, wir haben praktisch eine Minute und haben die Antwort. Wenn ihr nicht hier wärt, wir müssten wieder klassischerweise durch die ganze Organisation rennen, bis ich die Antwort bekomme, die ich brauche, dass wir den ganzen Prozess völlig ausbremsen. Also wir haben eine sehr hohe Geschwindigkeit, wir haben sehr, sehr gute und auch validierte Ergebnisse. Also da ist ein Kunde damit in Kontakt gekommen. Das ist unglaublich für manche Firmen, Kunden in der Entwicklung einzubinden. Geht doch gar nicht.
geht sehr wohl. Wir haben gelernt, dass die Moderation dieses Sprints sehr, sehr anspruchsvoll ist. Also ich hatte da schon alles bis hin zu irgendwelchen Kriseninterventionsgesprächen. So, wir gehen jetzt mal eine Runde spazieren, wir zwei, und unterhalten uns nochmal mehr so auf der Coaching-Ebene miteinander, Mediation-Geschichten. Bis hin zu natürlich auch immer da ad hoc die richtige Methode rauszuziehen, um auch nochmal wirklich die letzten Funken Kreativität rauszukitzeln und nochmal auch wirklich da voranzukommen. Es ist sehr anspruchsvoll. Also das Buch hier ist sehr, sehr gut, das kann ich sehr empfehlen. Das ist auch von einem geschrieben, der hat für Google Venture gearbeitet, oder arbeitet für Google Ventures, deswegen hieß es auch mal Google Design Sprints. Das Buch ist sehr gut, aber dennoch muss man, wenn man das zum ersten Mal macht, gefasst sein, dass man als Moderator doch da an seine Grenzen kommt. Also es ist sehr anstrengend. Und es empfiehlt sich da auch noch ein bisschen mehr Moderations-Background zu haben. Ist nicht nur als Moderator anstrengend. Ja, das ist halt meistens meine Rolle, deswegen. Man kann natürlich auch wieder alles falsch machen, das hat man auch dann schon wieder gesehen. Also dann ein Kunde kam auf die Idee, ja, diesen Testtag, den machen wir erst später. Den können wir auch 3 Wochen später machen, das ist ja kein Problem, was ist passiert. Die haben praktisch angefangen, in diesen Prototypen alles Mögliche reinzupacken, was irgendwie nur ging. Naja, wir haben ja Zeit, wir können ja entwickeln. Und meines Wissens nach, das war vor 2 Jahren, ist dieser Prototyp heute noch nicht fertig. Ja, also das ist überhaupt keine gute Idee. Dieser Freitag ist auch für einen Moderator super wichtig, wenn man merkt, dass die Leute irgendwie, das passiert dann, ne, dann sitzen da 5, 6, 7 Leute im Raum, die fangen an rumzuspielen, das kann man völlig abdrehen. Dann stellt man sich als Moderator hin und fragt, okay, was machen wir am Freitag? Und dann macht es ganz schnell wieder wupp und die kommen wieder zur Sache und überlegen sich, was machen wir am Freitag. Wie gesagt, man kann es auch kaputt machen. Ich habe vorhin Design Thinking kurz angesprochen. Ich weiß nicht, kennt jemand so diese lustigen Darstellungen mit diesen Böppels, mit diesen verschiedenen Phasen? Schon mal jemand gesehen? Da müssen wir noch einen Vortrag machen. Aber da geht es eben auch, also man kann es sehr gut übertragen. Die 5 Tage mappen sehr, sehr gut auf die Design Thinking Phasen. Also letztendlich haben wir nur die erste, das haben wir jetzt auch in den Design Sprints gemacht. Dieses Unpack, teilweise auch eine Stärke. Beim Design Thinking kommt dann eine Empathize Phase, wo ich User Research mache, also mit den Leuten unterhalte, stärker. Haben wir jetzt auch gemacht, dass wir vor Design Sprints zum Beispiel bei DM waren wir in den Filialen, haben tagelang mitgearbeitet, um mal zu sehen, was die da so machen und wie die da funktionieren. Genau, also da kann man einfach Design Thinking, wenn ihr das mal hört und machen wollt, das ist die Methode, es wirklich auch umzusetzen. Wir haben da lange nachgesucht, das funktioniert sehr gut. Ansonsten, ja, die richtigen Leute zusammensetzen, es ist echt spannend, da ein bisschen Diversität reinzubringen. Nicht immer die, die sowieso den ganzen Tag am gleichen Schreibtisch sitzen, auf einmal reden Produktmanager mit Entwicklern und Kunde. Es ist ein ganz skurriler Zustand, aber es geht. Genau, und was halt auch ganz spannend ist, die Erkenntnisse kommen sehr, sehr schnell. Also wir haben da einmal so einen Design-Sprint gehabt, wo wir versucht haben, diesen Prototypen total over zu engineeren. Wir sind dann nachts, keine Ahnung, waren noch dort gesessen und haben gesagt, jetzt machen wir mal Schluss. Und dann war zufälligerweise eine Mitarbeiterin da, die eigentlich mit dem Projekt gar nichts zu tun hatte, die war so irgendwo im administrativen Umfeld unterwegs und hat gesagt, ich komm mal her, test es mal für uns. Und die hat sich an dieses völlig, aus unserer Sicht völlig kaputte Ding hingesetzt, hat angefangen zu reden und zu reden und zu reden und zu reden und zu reden. Und wir hatten praktisch einen, mit diesem, selbst mit diesen kaputten Prototypen einen Erkenntnisgewinn, unglaublich. Also musst du wirklich den Ball flach halten im Sinne von Fake it, das fällt gerade Entwicklern am Anfang ein bisschen schwieriger. Mhm. Da willst du ihn halt auch richtig machen. Also dieser Fake-It-Gedanke, da kann man auch so ein bisschen dran kratzen. Genau, jetzt bin ich doch auf die 20 Minuten gekommen, aber wir sind doch auf die 20 Minuten gekommen. Genau, und falls ihr sowas machen wollt, ein bisschen Werbung muss auch sein, gibt's bei uns. Bei DM geht es gerade um die Beratung auf der Fläche, also die Beratung von Mitarbeitern zu unterstützen durch digitale Produkte. Wie kann das funktionieren? Funktioniert es überhaupt? Was brauchen wir denn dann? Und wie kann man das so machen, dass es die Beratung nicht stört? Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema und das sind genau solche, dass man auch immer wieder testet, immer wieder den Leuten die Hand drückt und das ist einfach total wichtig,
Fragestellung, ey, wollt ihr euer eigenes Device nehmen oder ein anderes? Braucht ihr eher ein iPad oder eher ein Mobile, also ein kleineres Device? Stört es euch, könnt ihr es lesen? Genau, das sind Geschichten. Und da kommen wirklich erstaunliche Erkenntnisse auch jedes Mal wieder raus, wo man so gar nicht dran gedacht hat. Ist ja wieder dann ein Thema immer wieder? Oder also immer tiefer? Oder macht ihr wirklich neue Problemstellungen dann? Also bei DM ist es wirklich ein Thema, was dann an verschiedenen Stellen immer wieder tiefer gebohrt wird. Und auch es gibt verschiedene Aspekte, die wir behandeln. Aber das ist ja sehr fokussiert auf ein Thema bei anderen Projekten. Da haben wir es dann immer wieder mal in die Standardentwicklung eingestreut und dann ganz unterschiedliche Sachen behandelt, wo wir einfach gesagt haben, hey, da brauchen wir mal wieder ein bisschen Input von außen. Lass uns mal eine Woche Design Sprint machen, das kann ich auch super in Entwicklungs-, Projektmanagement-Sachen einplanen, weil ich dann weiß, in diesen 5 Tagen machen die genau das. Das passt einfach sehr gut und nochmal so verschiedene. Also es geht auch hauptsächlich darum, so schnell wie möglich an den Endkunden zu kommen und mit dem zu interagieren. Zum Beispiel, es könnte sein, wenn ich jetzt dich in der Filialsituation berate, dass wir nicht feststellen, dass vielleicht die App gar nicht das bringt, was erwartet wird davon, sondern dass der Kunde einfach denkt, sag mal, was willst du jetzt von mir mit einem Smartphone oder so. Ja. Also dass das einfach störend sein kann, zum Beispiel in einer Beratungssituation. Und sowas weißt du nie in einem abgetrennten Laborbereich. Dazu muss man die Situation wirklich herstellen, wo sie benutzt wird. Und genau dafür ist es da. Wenn man sich überlegt, du kannst innerhalb von einer Woche vielleicht herausfinden, dass ein Projekt grandios scheitern wird mit 5 bis 8 Leuten und den Manntagen dazu, anstatt mit 30 Developern, die über 2 Jahre arbeiten. Ne? Das ist ja wirklich ein Riesenunterschied und um so eine Sache geht es auch sehr, sehr viel. Und wie geht es dann weiter, wenn jetzt eine Woche vorbei ist? Das ist ja unterschiedlich. Also wie gesagt, beim einen Kunden haben wir es in die Entwicklungsabläufe eingebaut. Das heißt, da gehen dann die Product Owner in dem Fall, die Scrum machen, gehen dann hin und haben dann einfach wieder neues Material für User Stories und das wird dann im Nachhinein umgesetzt. Bei DM ist es so, dass wir da wirklich im Prinzip jeden Monat zurzeit so einen Sprint machen und einfach diverse Themen beleuchten, ausleuchten und dann soll das auch entwickelt werden. Da sind wir jetzt gerade im Verhandeln, ob wir dann mal auch eine Nullserie entwickeln können und so Geschichten, dass wir da auch dann dran kommen. Oder es wird dann übergeben, die ganzen Erkenntnisse und ein internes Team macht dann weiter. Das sind irgendwelche Anforderungen, die dann irgendwie weiter. Nein, also eigentlich schon validierte Erkenntnisse. Also das ist deutlich mehr als Anforderungen. Es sind validierte. Deine User Story sagt dir noch nicht, wie es funktioniert oder wie du es machst. Hier haben wir praktisch schon Antworten drauf, wie es aussehen könnte, weil wir sie getestet haben. Also Beispiel: Berater braucht jetzt eine Google-Suchmaske, wo er schnell was eintippen kann, oder macht man es eher geführt? Und dann haben wir herausgefunden, dass zwar die Google-Suchmaske schneller, also die Google-ähnliche Suchmaske schneller ist, aber wehe, die arme Mitarbeiterin hat ein Sehproblem oder ist ein bisschen älter, dann wird sie stolpern oder Rechtschreibeproblem, das haben wir in einem Test festgestellt. Also ist die Aussage, Leute, ihr macht bitte erstmal so eine strukturierte Führung, wir haben dann ausgearbeitet, wie muss die aussehen. Das ist schon deutlich mehr, als jetzt mal nur eine Anforderung zu stellen, da ist schon sehr viel Fleisch dann dran. Deswegen gucken wir auch, dass wir, wenn das übergeben werden soll, dass wir auch interne Entwickler dabei haben, dass wir dann das nicht nochmal alles irgendwie erzählen müssen, sondern dass die auch schon dabei sind und das mitgenommen haben und dann wissen, was zu tun ist und dann gleich drauf los entwickeln können an der Stelle. Also zum Beispiel jetzt eine User Story wäre einfach, ja, ich möchte als User, keine Ahnung, auf Produkte zugreifen können mit einem Scanner, ja, so mit der Kamera zum Beispiel, indem ich einen Code abscanne. Das wäre eine User Story. Das heißt, noch lange nicht, wie sieht denn das Interface aus, wie komme ich zurück und so weiter. Und das wäre dann schon mehr ausdefiniert, wenn man sowas schon gemacht hat oder sowas schon prototyped hat und herausgefunden hat, dass das die bessere Lösung ist dafür. Wie viele Personen seid ihr da so bei so einem Design-Sprint? Habt ihr irgendwie so eine Zahl, keine Ahnung, 6 bis 8 dazu und mehr wird dann nur ineffizient? Also die Pizza-Theorie steht, glaube ich, auch da. Also man kann sie mit 2, sollte sie mit 2 großen Pizzen irgendwie füttern können, die Leute. ja, die klassische 7 plus minus 2 ist da einfach eine gute Zahl. Bei DM sind wir größer, vor allem dadurch, dass da immer wieder andere Leute vorbeikommen. Das merkt man halt auch ein bisschen, dass wir dann immer wieder so ein bisschen Schwund haben, weil, oh, jetzt ist wieder einer da, der war bisher noch nicht da, dann muss man den wieder ein bisschen aufgleisen. Da sind wir ein bisschen über die Größe raus. Das merkt man, ist aber nicht so dramatisch. Also es gibt einfach ein Kernteam, die dauerhaft dabei sind und das sind so diese 5 bis 7 Leute, ist eigentlich eine gute Zahl. Hängt auch immer ein bisschen vom Projekt ab, was da gerade geht. Wenn du zu wenig hast, dann hast du normalerweise kein diverses Team, dann fehlt da wieder irgendjemand und zu groß, dann ist halt Kommunikation echt wieder ein bisschen schwierig. Oder auch der Raum, die Luft ist dann so schnell weg und oder so Dinge, die dann auf einmal da greifen. Ja.
Wie geht ihr mit Meinungsführern in so einem Projekt um? Also je nachdem, was ihr für Strukturen habt, habt ihr immer jemanden, der halt seinen Standpunkt pushen will und dann auch ein bisschen die anderen Teilnehmer beeinflusst? Das ist in dem allein schon mal den Prozess ganz spannend gelöst, mit diesem Sketch-Tag zum Beispiel. Da ist es explizit vorgesehen, dass die Leute erstmal einen halben, dreiviertel Tag für sich arbeiten. Das war für uns auch ein bisschen ungewohnt, wir haben es zum ersten Mal anders gemacht. Wir haben es dann aber tatsächlich so durchgeführt, dass jeder erstmal seine Idee ausarbeitet. Und das ist auch gar nicht viel gegenseitiges Begutachten, sondern jeder für sich moderiert, macht erstmal seine Idee. Und die Idee wird dann zum Beispiel nicht von den Personen selbst vorgestellt, sondern ich als Moderator stelle die verschiedenen Ideen vor, damit ich da schon mal rauskomme, dass einer, der besonders gut reden kann, weil sein Zeugs immer in den Vordergrund stellt. Also gibt es einfach verschiedene Mechanismen, um dass das nicht passiert. Und ich habe bisher da auch noch, ehrlich gesagt, bis auf eines Mal mit diesem Interventionsgespräch auch nicht große Probleme. Gleichzeitig ist aber auch dieser Designer drin, wo du tatsächlich dir einen Meinungsführer wünschst, dass du einfach, du kannst in 5 Tagen nicht eine unendliche Diskussion darüber führen, ob dieser Button jetzt blau oder grün wird. Also theoretisch kann man es. Nimm 5 Leute, lass sie darüber reden, ob der Button grün oder blau wird, das schaffen die eine Woche lang. An der Stelle ist es dann einfach gut zu sagen, Designer, was machen wir denn jetzt? Und das war bisher auch immer sehr akzeptiert. Also es war nicht so, dass dann irgendwie Leute gesagt haben, oh Menno, der Schock war immer noch kurz. Und dann hat man auch gemerkt, ey gut, wir kommen weiter, wir kommen voran. Das ist dann ein sehr schönes Konzept. Genau, das finde ich auch, ganz guter, ganz pragmatischer Mittelweg eigentlich. Ich finde es auch gut, weil man dann besonders, man merkt ja, man weiß, wie in Gruppen diese 10 Diskussionen sein können und jeder möchte einfach nur, oh bitte, jetzt werft einfach eine Münze irgendwann. Ja, und dann ist auch so ein Entscheider sehr, sehr gut dafür, sowas zu machen. Und einfach zu sagen, okay, der wird jetzt blau, der Button, fertig. Ja, gibt es ja auch dieses eine Parkinson's Gesetz, das sagt, die Diskussionsdauer ist umgekehrt proportional zur Wichtigkeit. Also es ist praktisch mechanisch. Es hat einer beobachtet, ein Kernkraftwerk durchgewunken, 10 Millionen, keiner hat es verstanden, ja mach mal. Kaffeemaschine, da hatte dann jeder was dazu zu sagen. Die Effekte hat man natürlich auch in so einem Sprint drin und da ist einfach dieses Konzept und auch Moderator, der dann sagt, Leute, neue Erkenntnisse, ja, nein, dann darf nochmal jeder seine Situation schildern und dann trifft der Entscheider an der Stelle auch eine Entscheidung. Das ist eine sehr pragmatische Vorgehensweise und die finde ich auch demokratisch genug. Also normalerweise richtet der sich dann auch nach dem, was da kommt. Ich habe noch nie überlegt, dass er die Seite hinten und sagt, och, auch ganz nett. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann sage ich vielen Dank euch beiden. Super, immer nett. Ja.